Kamera läuft. Fehlt noch was? Da ist es. Surface Hub 2S. Hallo, ich bin Tanita. Und ich bin Lea. Ich bin Lisa. Wir haben ja schon ein Whiteboard vorbereitet, an dem Lisa, Tanita und ich in Teamarbeit arbeiten. Wir sammeln hier unsere Ideen zum Büro der Zukunft. Und vielleicht wäre es super, wenn wir gleich den Alex noch dazufügen, oder? Ja, super Idee. Wir sehen, dass Lisa schon mit dabei ist. Ich kann hier oben noch eine weitere Person oder viele weitere Personen hinzufügen. Alex, einmal auswählen und genau. Die Einladung ist draußen. Und hier unten sehen wir auch, dass Lisa schon gleich mitarbeitet und Sachen einkreist. Was wir noch in Microsoft Whiteboard machen können, ist zum Beispiel auch Tabellen zeichnen, damit wir unsere Aufgaben aus diesem Meeting gleich festhalten können. Was immer das Wichtigste ist in jedem Meeting. Dafür mache ich hier mal ein paar Kästchen. Lisa, vielleicht kannst du schon mal anfangen, unsere Namen hier reinzuschreiben. Ja. Ich fange schon mal an, den Hintergrund zu ändern, denn wir haben verschiedene Möglichkeiten von Karos, Pünktchen, aber auch Linien und können auch die Farbe ändern. Da ja Sonnengelb unsere Lieblingsfarbe ist, wähle ich das einfach mal auf. Und auch Alex' Lieblingsfarbe. Er markiert schon mal die Zukunft gelb. Sehr geil, ja. Und Lisa hüpft hier auch noch rum. Sieht gut aus. Das war Teamarbeit mit Microsoft Whiteboard und dem Surface Hub 2S und mehr zeigen wir euch in den anderen Videos.